So, letzte Woche hatten wir jetzt Dingsen gemacht, ne? Ja, moin moin und herzlich willkommen hier zu Time Was Das. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir ja bei den Solo-Aufgaben, ne? Wo ist mein Zettel? Ja. Und wir haben auch hier alles gemacht, ne? Ja, nur noch ein. Okay, gut, gut, gut. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gerne ein Abo dalassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dankeschön. Und eigentlich wollte ich das ja gar nicht mehr machen. Glaube ich, ne? Hatte ich erwähnt gehabt. Weil, also das, naja. Also da bin ich schon irgendwie neugierig bei den einzelnen Dingern. Das ist so, ne? Das war auch scheiße. Das machen wir auch nicht. Also ist nicht so, dass, was wir schaffen, schaffen wir, was nicht. Aber es ist ja jedes Mal was anderes. Hier ist es ja zum Beispiel, hindere die Feinde daran, zum Turm zu gelangen. Also, wir machen jetzt mit ihr die Solo-Action. Wo ist mein Controller? Controller. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. So. Blablabla. Okay, Solo. Also, nur die Feuerwelle haben wir. Nur die Feuerwelle. Let's go. Huiu. 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 Warte. Dann soll ich hier das einsammeln. Zack. 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 So. Zack. 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 Guck mal, und wenn die Feuerbälle um mich herum sind, dann kann ich so gegendonnern, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Guck mal. Pfuh. Wusch. Nein, geh weg. Den wollen wir nichts tun. Ey, ich versuche, so lange wie möglich, dem nichts zu tun. Huiu. Halalala. Guck mal. Und huiu. Oh nein, geh doch weg. Und huiu. Huiu. Und huiu. Guck mal, ich habe nicht mal Schild bis jetzt verloren. Ist ja mega. Wenn man so auf eine Waffe sich fokussieren kann, dann ist das schon gut. So, ich habe auch mittlerweile 1000 Millionen Level. Dann lass mal ausgeben. Also Feuerschaden, maximal Boost. Ja, Feuerschaden. Feuerreichweite. Feuertempo. Ne, ein Feuerball mehr. Schaden, noch mehr Feuerbälle, noch mehr Schaden, noch mehr Feuerbälle. Ihr gefundenes Gold, Schild, gefundenes Gold, mehr Feuerbälle, mehr Feuerbälle. Okay, let's go. Achso, ich habe noch keine 5. Achso, ich dachte, ich hatte schon 5. Kann man auch sagen, von wegen Mathe mal nicht hier. Also, dass er das hier nicht benutzen soll. Schießen. Also kann man Auto-Attack ausmachen. Ja, lass mich doch vorbei. Ich habe mich ja mit Absicht ein bisschen treffen lassen. Weil ich will ja hier so rumdüsen. So. Oh. Ne, ich hätte auch neu holen können, ne? Feuerwelle, Feuerwelle, Feuerwelle. Hua! Hey, wunderbar! Ich brauche mehr Boost. Maximal Boost. Feuerball. So. Huiwa. Huiwa. Immer wenn das da ist. Huiwa. Will ich da durchsammeln. Okay, weg. Bam, 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 bam.
Ja gut. Oh. Den nehme ich. Feuerwelle, Feuerwelle. Nimm ihn, nimm ihn. Hab ich schon wieder verloren, das gefunden. Aber wenn ich einfach nur stehen bleib und die fliegen gegen meine Feuerbälle, geht das auch? Nee, ne? Warte. Ja, Schilde. Feuerbälle. Vier Boost nehme ich mal mit. Ein bisschen Rumpf auch. Ich kann auch so in eine Richtung. Aber ich kann halt nicht sagen, hör auf damit, ne? Dann würde ich zum Beispiel nur rumboosten. Das geht nicht, ne? So. 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 Und so. Oh, wir haben schon 8. Tschüss. Feuerwelle? Soll ich erstmal neu würfeln? Für Feuerwelle. Hier auch nicht. Ja, dann nehmen wir Goldtresor. Was soll ich denn machen? Jetzt habe ich sogar einen verschwendet. Versuch mein Bestes. Huiu. Wir warten. Wir warten. Und. Huiu. 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 So. Wollen wir mal hier auch noch ein Level ab? So, hier müssen wir eigentlich rumkämpfen, ne? Hallo. Wenn ich jetzt verliere, ne? Ist Kacke am Dampfen. Und sie dampft ordentlich. Oh, nochmal plus 60. Lass mich durch. Ein. Was ein Schwein. Oh, Gewehr, ja. Feuerwelle. So. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Also hier kämpfe ich gerade irgendwie gar nicht, ne? Also, Azurene, also die Plasmaschütze waren auf jeden Fall, glaube ich, besser, ne? Meine Bank ist gleich tot, wenn es so weitergeht. Oh, ich aber auch bald, ey. Die Bank ist tot. 10 Level nur? Das ist aber nichts. Wahrscheinlich, weil da auch nicht so viel eingesammelt habe, weil ich die ganze Zeit einsammle. Weil wenn ich da ja so durchrase, sammle ich ja automatisch mit ein. Ne? Aber ich krieg nichts mehr für Dings, wa? Oh, nochmal 50. Nichts mehr für den Feuerball, ne? Hui! Hui! So, super! Feuerball. Ja, super! Fireball! Ja, schön.
So, jetzt kann ich hier chillen, glaube ich, ne? Mit so vielen Feuerwellen. Ich glaube, das Einzige, was mich berührt, sind nur die Geschosse. Ja, ich kann einfach stehen bleiben. Schilde. Feuerball. Feuerball. Tschüss. Aber überlebt viel zu lange, meiner Meinung nach. Kann man so schlecht sein, ne? Bin echt gespannt, wie das nächste Level sein wird. Und wird das auf der gleichen Map sein oder eine ganz andere Map? Also eine ganz andere Map wäre ganz anders geil. Endlich Feuerbälle geskillt. Wuhu! Ja, komm mal, ey, ja. Das Ding ist, dass ich ja auch direkt die Erfahrungen kriege, weil die halt nur in unmittelbarer Nähe sterben, ne? Nix mehr los hier. Nix mehr los. Da kommen sie, ja? Also Feuerball und statisches Feld zum Beispiel, glaube ich, wäre auch geil, ne? So eine Kombi. Ich wusste ja nicht, also ich glaube, so lernst du jetzt die einzelnen Fähigkeiten echt gut kennen. Also Feuerball scheint auch gut zu sein. Also ich kann ja einfach stehen bleiben. Also bei dem. Aber dafür hast du ja hinterher noch statisches Feld zum Beispiel. Und ich kann mich auch bewegen. Ohne dass sie... Aber Single Damage sind wir halt schwach, ne? Ja, ich drücke einfach nach oben, ne? Am Anfang war mir das nur wichtig. Ja, ja, ja. Komm, jetzt gibt es auch mal einen Fünfer. Nicht mal ein Dreier. Aber ich glaube, von Time Wars, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch langsam die Schnauze voll. Muss ich sagen. Also von den Damarcus, die jetzt so sind. Also Potato macht natürlich immer Spaß. So, aber Holt macht noch mehr Spaß, obwohl das nur 4 Level sind. Aber auch nicht mehr so ewig lange, ne? Auch schon so ausgelutscht, würde ich sagen. Ich meine, wir sind in der 24. Woche. 24 Wochen, also zwar nur 24 Folgen dann pro Spiel. Also die, die von Anfang an laufen. Time Wars zum Beispiel ist ja eins der Spiele, die von Anfang an laufen. Naja, weiß ich nicht. Also, so Undermine spiele ich 160 Folgen und es macht immer noch Laune, ne? Das hier würde ich jetzt keine 160... Hier, ich muss aber ein bisschen so machen. Ich kann die ja auch lenken. Aber das Gute ist, es ist direkt wieder anders jetzt. Guck. Oh nein. Guck mal, hätte ich jetzt einmal nicht neu gewürfelt, hätte ich jetzt wieder 5 gehabt. Die rote Linie zeigt, bis wohin der Feuerball geht, wa? Und die gelbe Linie? Das ist ja noch so eine gelbe Linie.
Was heißt das denn? Bis dahin geht die Explosion oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel so... Nee, doch, oder? Also so schaffe ich ja die rote Linie zu überbieten. Aber so geht das nur bis zur roten Linie. Und so würde ich sagen, die Explosion. Na, weiß ich nicht. Weiß nicht, wofür die Linien sind. Ja, ja, ja. So, zack. Warum kriege ich denn nichts für einen Feuerball? Verstehe ich nicht. Oh, mehr Level. Einfach durchgemogelt, mir scheiße. Ja, ja. Also ist mir alles scheißegal. Oh, ich bin. Meine Augen tun mir weh vom. Weiß ich nicht. Von der Schöpfung. Ich werde auch immer dauermüde. Ich glaube. Ich habe nämlich einen Instagram-Post gesehen. Ich glaube, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Und das bedeutet, ich bin immer müde. Also sollte ich vielleicht mal einen Arzt aufsuchen. Ich meine, ich habe Symptome ja schon seit, ne, Ewigkeiten. Aber das ist wie mit Zahnschmerzen. Wenn du mal Zahnschmerzen hast, denkst du so, ah, nimm's eine Tablette und dann ist auch gut. Und dann ist auch immer alles gut. So, ne? Einmal ignorieren und weg sind sie, ne? Und dann zwei Jahre später, zwei Jahre später, dann geht's ab, ne? Ich bin ja ein Hobby-Googler. Kann man schon fast hauptberuflich nennen. Ich google ja wirklich alles. Alles. Und bei mir stand noch nie, ich habe Krebs. Bei mir stand immer das, was ich auch wirklich habe. Wie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Oder zum Beispiel... Mindesthaltbarkeitsdatum. Gucke ich auch immer alles. Ja, die Mutti, die würde sagen, da kann man auch essen. Und das Schwein, das würde das auch sagen. Zum Beispiel ein Pudding, zwei Tage abgelaufen. Oder Kartoffeln. So, Kartoffelgrotte aus dem Kühlschrank, Fertigpackung. Abgelaufen. Kann man alles noch essen. Ich nicht, mein Freund, ich nicht. Du hast einen Schwanz verloren. Wie voll? Die. Ich komm gleich. Einen Moment bitte. Oder Mayonnaise, wie lange haltbar, wenn offen? Zum Beispiel. Ich muss immer alles googeln. Wenn du Erfahrungen gemacht hast, zum Beispiel, dass du holst dir zum Beispiel eine Lasagne und da steht drauf 30. Bis zum 30. haltbar. Ey. Und theoretisch könntest du es dann ja am 1. immer noch essen oder am 2. oder am 3. vielleicht. Aber wenn ich schon Schimmel am 25. drauf habe, heißt das für mich, da ist nichts mit 30. Hätte ich jetzt noch bis zum 30. gewartet oder darüber hinaus, dann wäre ich ja gestorben. Okay. Das geht so nicht, Fräulein. Und Herr. Herr und von zu. Nee, nee. Nein, gibt's nicht. Ich sag immer, wenn da steht am 15. lieber eine Woche mehr, lieber eine Woche weniger als eine Woche mehr. Also dann bis zum 7. statt bis zum 22. Und wenn halt alles, wo ich mir nicht sicher bin, was schon offen ist, nur weil es offen ist, heißt das ja trotzdem nicht, dass es noch 30 Tage lang haltbar ist. Nur weil das draufsteht. Das ist ja nur, wenn es noch zu ist.
Aber gleich kommen sie alle von außen. Sie drücken. Ja, jetzt kommen sie. Ja, magnetmäßig habe ich nicht viel anzubieten, weil ich fange ja hier alles. Direkt. Was an Erfahrung ankommt. Ich hasse die Schießer. Mal aufhören zu schießen. Mann. Also, ja, der Feuerball alleine finde ich jetzt nicht gut. Ne? Also so, aber mit statisches Feld zusammen wäre das noch geiler. Immerhin drei. Okay, dann sammeln wir mal eben Heilung. Hab ja kaum noch was. Alles schon wieder weg. Oh, jetzt kommen die wieder an und wollen schießen. Aua. Oh, ich habe 17 Level. Erstmal hier alles ausgeben. Ich habe einfach nur nach oben gedrückt. Hier ist die Menge. Schön rein da. Schön in die Menge rein. Oh, erstmal die alle wegmachen. Wum 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 wum. Wie ist es denn mit euch so? Wie behandelt ihr denn das MHD? Ich sage immer tödlich ab. Das ist so mein Motto. Und nein, das heißt nicht, dass ich alles wegschmeiße. Das heißt nur, dass ich das alles rechtzeitig aufbrauche. Und das mache ich in der Form, dass ich mir immer, wenn ich groß einkaufe, wo man halt den Überblick verlieren könnte, eine Haltbarkeitsliste anfertige. Das heißt, ich drücke mir einen Kalender aus, vom 1. bis zum 30. oder auf, je nachdem, was wir gerade haben. Wenn wir am 5., wenn es der 5. gerade ist zum Beispiel, fange ich meistens so vielleicht ab den 7. oder 8. an. Weil es wird ja nichts am 5. direkt auch ablaufen. Oder wenn es der 11. ist, dann fange ich ab dem 15. an und dann für 30 Tage bis zum nächsten 15. Ja, und dann schreibe ich mir alles auf, was abläuft. Wann läuft was ab? Pudding am 22. Salami. Naja, Salami hat ja eh immer 2-3 Monate. Aber rheinische Schinkenwurst am 29. Lasagne am 21. Also, ich schreibe mir jetzt nicht alles auf. Also Milch halt ja. Soll ja keine frische Milch, sondern haltbare Milch. Also die ultra hohe Hitze, die hält dann ja auch immer 6 Monate. Das heißt, ich kann die einfach in den Schrank packen. Eine ganze Palette. Und dann muss ich ja nicht darauf achten, weil in 6 Monaten hast du das verbraucht. Genauso wie Nudeln und so. Das schreibe ich natürlich alles nicht auf, weil das verbrauchst du eh. So, du wirst auch Wurst natürlich verbrauchen, aber auch nicht halt immer. Wenn du jetzt gerade zum Beispiel die nächsten 2 Wochen gar nicht so Bock auf Brot hast, oder genauso Brot. Toast zum Beispiel hält in der Regel immer nur 10 Tage. Und statt immer dann immer nachzugucken oder so, dann steht auf meiner Liste Toast am 10. Das heißt, esse ich jetzt heute und morgen ein bisschen Brot, damit das weg ist, oder die Lasagne, die aber eigentlich schon 3 Wochen halten würde. Dann esse ich natürlich in dem Moment das Brot. Weil sonst müsste ich das Brot ja wegschmeißen, oder? Das wollen wir ja nicht, ne? Aber ich will das auch nicht essen, wenn es abgelaufen ist. Genau, what I mean. Jaufe!
Badadada. Ist die letzte Welle übrigens. Alter, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Ja, dann nehme ich jetzt Rumpf. Ja, das bringt gar nichts. Mach die weg. So. Kommen richtig viele Viecher raus. Ne? So. Ja, ist halt nicht stark, ne? Ist halt nicht stark, was soll man machen? Endlos werden wir nicht spielen, wie gesagt. Gehen jetzt zurück zur Hauptseite. Und dann machen wir jetzt. Oh, warte mal. Upgrade. Kann ich hier was upgraden? Ja. So, und dann spielen wir jetzt Grüne Hügel. Hindere die Feinde daran, zum Turm zu gelangen. Feindlicher Turmschaden 1. Elite-Turmschaden 100. Feindlicher Rumpfmultiplikator doppelt. Gefundenes Gold, fast nichts. Ich bin gespannt. Jetzt kriegen wir auch wieder alles, ne? Okay, was ist das? Hülle? Okay. Die kommen von hier, okay. Oh, ist das jetzt wie Dingsen? Oh, ist das jetzt? Wie Tower Defense? Guck, die kommen ja nur von der einen Seite hier. Nee, die kommen von zweiten Seiten jetzt. Okay, warte mal. Feuerbälle. Rumpf. Feuer. Reichweite. Laser. So, jetzt kommen die alle von hier, ne? Also da ist mein Turm da. Rechts, denke ich mal, ne? Oh ja, es kommen so große Viecher. Oh nein, da flitzt einer durch. Okay, es ist Tower Defense. Leck me am Pubo. Ist das geil. Noch ein Geschütz noch mehr. Übernahme. Ich weiß gar nicht, ob Übernahme hier überhaupt was bringt. Bringt Übernahme überhaupt irgendwas? Ich glaube, hier musst du wirklich spezielle Captains mitnehmen. Ja, Verteidigung. Das Ding ist, ich möchte gerne da unten das eine Ding noch einsammeln. Kann ich da mal eben kurz hin? So. Wo ist mein Job? Schön hier stehen bleiben. Laser. Hacking. Hack ich überhaupt irgendwas? Nur ein, oder was? Und was mache ich hiermit? Da oben? Da muss ich ja eigentlich auch ganz schnell hin. Ich krieg Schaden.
Leute, ich muss das hier alles einsammeln. Das habt ihr euch dann vorgestellt? Mein armer Tor. Hallo. Nee, ich glaube, da müssen wir wirklich... Ich glaube, da müssen wir wirklich so auf andere Sachen gehen. Also auf Plasma. Kettenblitz. Ich glaube, Kettenblitz kann man hier auch ganz gut benutzen. Also Laserschlag ist ja richtig lost. Also denn, ich kann hier einen lenken irgendwann. Einfach Tower Defense. Jetzt kommt ein Boss, da bin ich auch mal gespannt. Kriegt er da dann auch rum? Ein Mini-Zerstörer. Okay, warte. Feuerball. Ja. Der war ja jetzt keine Kunst. So, erstmal hier die ganzen Sachen einsammeln. Zurück zum Shop. Ja, aber die wollen wir ja nicht, ne? Was wollen wir statt... Was wollen wir? Einzeln halten. Wir wollen die Hackerin. Die... Rainbow wollen wir. Ja, am besten neu würfeln, ja. Auch alles scheiße. Aber Geschütztürme. Noch ein Geschütztürm mehr plus Level, das ist gut. Feuerrate. Ja, Tesla. Ah, das ist nur ein Crewmitglied. Aber egal, dann haben wir den schon. Warum habe ich nur einen hier? Kann ja auch weiter vorgehen, ne? So ist das ja nicht. Hacking Reichweite. Hack doch mal ein bisschen mehr wert. Kommen die hier wieder auf den Beinseiten. Okay, danke. Hallo? Hallo? Weg. Digi. Kommen sie einfach von ganz unten. Wie lange geht das denn? Ja, bis 120 wahrscheinlich, ne? Ein Laser mehr. Cool. Oh, Kettenblitz. Cool und Kettenblitz. Dann nehmen wir erstmal Kettenblitz. Und ein Laser mehr. Hier. Riech an meinen Blitz. Riech dran. Ich meine, wenn die da so reinlasern, ist ja in Ordnung, aber gefühlt bringen die Laser gar nichts. Weil die meisten Laser halt hinter mir sind. Ne? Türme bringen auch gefühlt gar nichts. Feuerrate. Laserbreite und Zweige, wa? Und Crewmitglied. Ja, ich habe endlich ein paar mehr. Kommst hier nicht durch. Aber die drücken mich einfach weg. Ist ja der Hammer. Ich komme gleich hier. Bin gleich da. Lauf nicht weg. Hallo, hallo, hallo. Ja, riech an meinen Verbündeten.
Wusch! Weg mit euch! Okay, maximal Ketten. Oder Blitzzweige. Feuerball mehr. Hacking Schaden. Drei Laser. Guck mal, die Laser sind alle hinter mir. Geh ich da hin, dann trifft er die. So, schön nach vorne kämpfen. Aua. Das eine haben wir wieder drin. Feuerwelle. Hör auf. Ich habe nur noch 29 Leben. Hör doch auf. Reichweite, Supernova macht Schaden, Laser. Also das ist ja ein süßes Ding. Was war das denn? Erst 3, 4. Ich komm schnell. Tschüss, komm wieder zurück. Wieder zurück. Ja, ich habe Kettenblitz. Ja, eigentlich müsste Kettenblitz was bringen, aber ich glaube, es gibt was Besseres als Kettenblitz. Supernova. Supernova sag ich schon. Denkst du, wäre, glaube ich, auch richtig gut. Nova. Weil man die Nova so nach vorne streuen kann. Wenn ich sie selber lenke halt. Dann ist besser als Kettenblitz. Ich wollte das nur mal eben schnell haben. Bin sofort zurück. Türme machen mehr Schaden. Türme sind hier wichtig. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber das kann man ja nicht vorher wissen, dass wir mit den jetzigen Figuren nicht so gut unterwegs sind. Aber die Türme hier sind ja auch ein Witz eigentlich. Das sind so viele Gegner, das können die gar nicht schaffen. Also es sind halt die Feuerbälle, ne? Ja, aber die anderen Sachen, die unterstützen ja auch. Ne? Die sollen ja einfach nur unterstützen. Ja, dann gehen wir auf mehr Breite. Ja, und Reichweite auch schon. Wieder zurück. Ja, auf das eine Ding verzichte ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Auf die super Cubes. Nee. Oh, jetzt drehen sie alle wieder durch. Gleich wegmachen. Oh ja, die Laser. Oh, die beiden Laser waren gerade gut. Waren da richtig mittendrin. Ich wollte nur Magnet haben, geht wieder nach Hause. Ich drück so hart meinen Stick nach links. Weil würde ich so machen, also gar nichts machen.
Scheiße, ich hab die losgelassen. Voll so nach hinten geworfen, die Feinde. Ich glaube, so ist schon besser, wenn ich so mache. Schnell, schnell, schnell. Wie schnell hab ich irgendwie 19 Minuten? Oh, wieder zurück, Rückzug. Husch. Kann man so machen, einmal. Pisst euch! Ich brauch noch ein so ein Ding. Hör nicht! Rückzug! Ich hab verkackt, ne? Ich lebe noch. Ich kann nicht mehr in eine Richtung schlagen, weil wenn es hinter mir was abgeht. Komm schon! Oh. Ja, ich bin tot. Alter, das ist aber auch. Mit den richtigen Waffen, sag ich ja. Wird das vielleicht gehen? Soll ich das nochmal versuchen, nur mit den richtigen Waffen? Mit den richtigen Waffen vielleicht. Also die müssen wir ja eh spielen. Also die Tante hier brauchen wir gar nicht. Habe ich das Gefühl. Also statisches Feld definitiv. Und die Nova würde ich sagen, wenn man das Cuttermesser, Kettenblitz ist jetzt auch nicht unbedingt Favorit. Muss ich sagen, wenn dann eher sie. Feuerbälle muss ich ja nehmen, die Schleimspur nehmen. Okay, also nehmen wir sie, ihn. Ja, anstatt Laser, weil zu viel daneben geht. Nehmen wir sie. Ich versuche das nochmal. Boom. So, ganz schnell die Sachen hier sammeln. Da kommen sie ganz langsam. Da ist noch Feuerwehr. Weil wenn Dingsen da voll reinschießt, Azurene und so, und die Wellen alles nach vorne ballert. So, Doktor haben wir es schon, aber noch nicht die Waffe. Ja, mit Auge, ey. Mehr Boost auf jeden Fall. Oh, 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 schnell zurück. Push.
Guck mal hinterher, so zum Beispiel kann man hier in der Mitte stehen und dann halt mit statischen Feldern und sowas alles arbeiten, ne? So, hier, statisches Feld. So, jetzt gehen wir hier rein. Aber so, ich würde sagen hier am besten. Damit die Türme noch mitschießen können. Guck mal, da liegen jetzt überall Minen. Ist natürlich noch nicht stark, aber kommt ja gleich noch. Wo ist meine Nova? Also ich kann auch meine Minen so nach vorne werfen, kann das sein? Hey! Kettenblitz? Wollte ich Kettenblitz? Ne, Kettenblitz wollten wir nicht. Ja, aber hier ist ja alles kacke. Nehme ich erstmal gar nichts. So. Neue Würfel. Ja, nehme ich die Feuerbombe. Feuerwehr sind okay. Ja, mein Schade, das Feld ist halt noch ein Witz, ne, aber. Wenn man das alles ausbaut. Ne, ich muss hier sein, damit die Türme wenigstens mitschießen. Hier, Reichweite. Azurene. Verlangsamt der wirklich? Verlangsamt der? Ja, nee, ich bleib lieber hier. Schon ganz gut hier. Hier fühle ich mich wohl. Und wieder eine längere Runde, weil ich jetzt auch noch zweimal die Runde hier machen muss. Mehr Schaden. Mehr Rumpf. Ja, jetzt haben wir die Plasmakanone. Und jetzt könnte man so in eine Richtung reinschießen. Aber das ist auch alles schon wieder kacke. Gefundenes Gold, aber das ist Außenposten. Dein Außenposten? Da müssen wir ja wieder neu würfeln. Hier, Plasmakanone. Ja, dann brauchen wir noch einen. Da brauchen wir leider noch einen. Ah ja, eigentlich muss man die ja hier töten, hast recht. Weil hier ist ja mehr Erfahrung. Stimmt, hier ist mehr Erfahrung, ne? Aber wenn die dann gleich von oben kommen, was dann? Da, jetzt zum Beispiel. Muss ich ganz schnell zurück.
Kann ich mich langsam vorbewegen? So, warte. Ja, Plasmakanone. Und die Nova nehmen wir auch direkt. Nova durchbohren und verlangsamen und Ausbreitung weniger. Hello. Aber ich sehe die Nova nicht. Also so sehe ich natürlich die Nova auch nach hinten hin, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Knockback, glaube ich, bringt bestimmt gar nichts, oder? Glaube nicht, dass Knockback irgendwas bringt. Bing, 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 bing. Ich krieg ja auch kaum Level. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Weil die ja viel weniger fallen lassen. Also nicht nur die Hälfte, sondern weniger. 85% weniger. Statt 100 Kugeln kriege ich nur 15 Kugeln. Statt 33 Kugeln kriege ich nur eine Kugel. Korrekt? Schnellere Schüsse? Größer. Hallo, nur weil ich jetzt in eine Richtung gegangen bin. Oh shit. Ich wollte gerade das Ding einsammeln. Oh mein Gott, lass die Einsammlung wieder zurück! Aus dem Weg! Okay, gut. So, ein Türmchen mehr. Jolt. Schneller. Ja, meine Nova fliegt auf jeden Fall nach vorne. Haben wir gerade gesehen. Da ist noch ein Plasmaturm. Wenn ich es jetzt auch nicht schaffe, dann ist es egal, ne? Vorbereiten? Hast du was gebraucht? Eine Vorbereitungsphase? Hier erstmal ein bisschen gammeln. Erstmal da ein bisschen gammeln. Damit wir mehr Erfahrung kriegen. Aber die lassen sich verlangsamen, ne? Ja, bleiben wir mal hier. Ja, so ein Schritt hoch. Aber warte mal, ich kann ja noch.
Ja, lass mal Türme verbessern. Nicht so nah nach vorne. Meine, ich gehe ja direkt drauf, wenn ich nur ein Stück nach vorne gehe. Ich weiß noch nicht, ob die Supernova wirklich... die Nova, nicht die Supernova. Wirklich das bessere Instrument jetzt war. Statt Supernova dann doch lieber Laser, falls die Laser doch lieber nach vorne... Falls die Nova doch nach vorne... die Laser doch nach vorne ballern. Wäre das auf jeden Fall besser gewesen als... als das, oder? Ich mach grad einen Abflug. Mehr Boot. Schild auf den Arm. Feuerball. Gefundenes Gold. Raffinerie? Nee. Knockback, glaube ich, geht eh nicht. Also lasse ich das erst. Von Eliold. Also hier muss ich echt aufpassen, was ich nehme. Deswegen. Mann, mein Schallstuhl. Also da hinten sind auch so viele Minen jetzt. Das ist ja Schisches, was ja. Aber gleich kommt Boss. Hier schon einer. Ey, Mock. Ja, das habt ihr euch so gedacht. Hallo. Scheiße, einer ist durchgekommen. Hey, einer ist durch. Okay, statisches Feld verlangsamt tatsächlich, aber enorm. Ich sing schon wieder. Ich glaube, jetzt haben wir es aber, ne? Gute Runde? Da weiß ich noch nicht. Ob das eine gute Runde ist. Das wissen wir erst. Oh nee, wir zurück. Ja, bin ich zurück. Tschüss. Also ich kann nicht nach vorne zum anderen Planet. Kann ich nicht und da bin ich nicht. Nach vorne batschen. Aua. Oh oh. Mayday, kriegen Schaden rein. Leute. Hallo. Ich bin ja hier richtig überfordert. Hallo. Alter, wie schwer sind denn bitte diese Zusatzmissionen? Also Feuerbälle waren natürlich ohne Ende. Ja, also die Nova war für den Arsch, ne? Die Plasmakanone war tatsächlich auch für den Arsch.
Plasmakanone war auch für den Arsch. Was nimmt man denn stattdessen? Ich meine, die Plasmakanone wird später echt geil werden. Wenn wir alles so nach vorne schießen. Alles so punktgenau. Die Nova. Dann doch vielleicht Kettenblitz. Ja, das war's. Mal gucken, was wir nächste Woche kriegen für eine Aufgabe. Mal gucken, ob wir überhaupt irgendeine Aufgabe von den Aufgaben schaffen. Wer kommt denn nächste Woche dran? Ich kotze jetzt schon. Dann bereiten wir uns mal vor. So. So. Alles da reinballern. Schließlich ist sie unsere Königin. So. Königin ist da. Und hier auch. Außenposten kann man ja auch mal ein bisschen rein investieren. Oder hier in Gold. So. Die gehen ja eh nicht. Also weg. Einer. So. Ich brauche nur drei, dann kann ich hier wieder machen. Ist ja kein Problem. Okay. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ich würde mich bedanken, wenn du ein Abo da lässt. Und dann sehen wir uns. Tschüssi.